Platz 13. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Jeden zweiten Tag sind wir irgendwo gefesselt. Nicht so laut, das geht die anderen überhaupt nichts an. Was hast denn du in letzter Zeit? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das hätte es bei Karl May nicht gegeben, streitende Blutsbrüder. Mit seiner Winnetou-Western-Parodie Der Schuh des Manitou zeigt sich Michael Bulli Herbig völlig respektlos. Bitte. Hör mir gut zu, Abachi. Heute in der Abachi. Ich muss jetzt schon beim Gedanken daran wieder so lachen. Das ist einer der genialsten Filme, die hier gemacht worden sind. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, zu sagen, zu so einem Zeitpunkt ist eben genau das Falsche zum falschen Zeitpunkt zu sagen. Und das ist so herrlich. Ist dir eigentlich klar, was wir den ganzen Tag machen? Grundloses Anschleichen, stundenlanges Spurenlesen und völlig sinnlos nebeneinander herreiten. Das nennst du Reiten, was du da machst. Hast du was gegen meinen Reitstil? Das ist doch kein Reitstil, das ist Tierquälerei. Er legt mich doch am Arsch. Ja, wie denn? Da kam ein Klopper nach dem anderen. Sky Dumont, der ohnehin ein großartiger Schauspieler ist, sensationell in dem Film. Darf ich kurz vorstellen? Pacha Hase, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa, Hase, Häuptlingssohn vom Stamme der Shoshone. Shoshone. Ich tanze wie eine Kuh Fußball spielt. Das ist für mich Schwerstarbeit. Schwerstarbeit. Grauenvoll. You don't have to wait for later, he's a new eliminator. Ask your local weapon trader for the super perforator. Stress, just cool it, here's a special bullet. Put it in the magazine, boom, bang into your beans. Cheers! Und hier Ihr Platz 12. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Skandal im Bundestag, das hatte es seit 23 Jahren nicht gegeben. Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen schloss zwei Abgeordnete der Grünen nach heftigen Szenen während einer Bundestagssitzung aus. Es ist wohl auch nicht anders. Auslöser ist die Flick-Affäre, bei der Gelder an Politiker geflossen sein sollen. Grünen-Abgeordneter Jürgen Rehns löst Tumulte aus, als er sagt, dass Bundeskanzler Helmut Kohl, wie wir in diesen Tagen erfahren haben, von Flick freigekauft wurde. Die Grünen jubeln. Rehns wird des Saales verwiesen. Daraufhin hat Christa Nickels, eine grüne Abgeordnete, parlamentarische Geschäftsführung tätig, die Unterbrechung der Sitzung beantragt, was ihr gutes Recht ist. Daraufhin hat man ihr das Mikro abgestellt. Die Grünen protestieren. Am lautesten Joschka Fischer. Stücklen greift durch. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Fischer rastet aus. Legendär sein verbaler Abgang. Mit Verlaub, Herr Präsident. Sie sind ein Arschloch. Also genial. Gerade in der Politik, wo so viel gelogen wird, genießt man klare Worte. Und über die Definition Arschloch musst du ja gar nicht reden. Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Ein wunderbarer Satz, wie ich finde. Ja, Joschka Fischer hat damals, sagen wir mal, eine neue Sprache, eine etwas umgangssprachliche Reform gewählt. Das ist natürlich nicht opportun, das macht man nicht so etwas. Aber er hat auf sehr drastische Art und Weise bewiesen, dass die Grünen einen anderen Umgangston in die Politik bringen. Die Grünen, meine Damen und Herren, sind eine Gefahr für unsere Sicherheit, eine Gefahr für die Erhaltung unserer inneren und unserer äußeren Freiheit. Platz 11. Aus dem Hintergrund müsste Rahm schießen. Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! 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 1954, Finale der Fußball-WM. Dieses Spiel wird zur Legende. Das Zitat auch. Das geht um die Tatsache, dass das Deutschland damals gegen Ungarn, eine seit zwei Jahren, glaube ich, ungeschlagene Mannschaft, in Bern Weltmeister geworden ist. Und da hätte der sagen können, was er will. Das wäre auf jeden Fall ein Zitat gewesen. Herbert Zimmermann ist für mich eine riesenhafte Legende des deutschen Radios, wie er damals 1954 diese Übertragung gesprochen hat. Nichts gegen alle Kollegen, die aktiv sind. Keiner konnte so packend reportieren wie Herbert Zimmermann. Ich habe ihn noch persönlich kennengelernt und war ein Riesenfan. Doch für Deutschland! Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich mitfreuen.
diese Worte, die waren so, man merkte selbst, wie er sich freut und wie toll das ist. Und das finde ich, gibt es weder beim Radio noch beim Fernsehen irgendeine schönere Situation, als zu merken, der Moderator ist so 100% dabei. Durek, du bist ein Teufelskerl! Durek, du bist ein Fußballgott! Wir kommen zu Ihren Top 10. Platz 10, ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Das ist einer der schönsten Filme der Filmgeschichte, 1942 gedreht. Casablanca, eine der größten Liebesgeschichten auf der Leinwand. Als Teenager, man schaut das und man möchte unbedingt mit ihm tauschen. So cool möchte ich auch mal sein. Übrigens nicht nur eins der berühmtesten Filmzitate, sondern auch eins der falsch zitiertesten, weil oft heißt es, schau mir in die Augen, Kleines. Das heißt aber im Original, ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich glaube, es gibt immer noch Typen, die in Diskotheken mit so einem scheiß Frauen versuchen aufzureißen. Ich habe das oft probiert beim Anbaggern von verschiedenen weiblichen Holden und das hat eigentlich nie geklappt. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Eigentlich ein ziemlich dämlicher Satz, oder? Bescheuert. Machohaft. Allein schon das Kleines. Also wenn ich das zu meiner Frau sagen würde... Platz 9. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. That's one small step for man. That's one small step for man. Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Diesen kleinen Schritt habe ich natürlich im Fernsehen verfolgt, dieses Federn hinunter auf den Mond. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das war sehr, sehr spannend, weil man nicht wusste, kriegen die das hin oder kriegen sie es nicht. War eine spannende Sache. But the whole world stopped to watch it on that July afternoon. Watched a man named Armstrong walk upon the moon. Ich hätte gerne auch diese Worte gesagt. Ich hätte sie nicht schöner sagen können. Es war wirklich so ein kleiner Schritt, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Er ist ja nur gehupft. Ist natürlich ein Gänsehautzitat, weil es also mit so einem Zitat oder mit so einer Aktion in die Geschichte einzugehen, das ist schon mal was. Da verschwindet man so schnell aus dem Lexikon nicht mehr. Toll. Trotzdem hat sich daraus nichts ergeben. Also der große Schritt in die Menschheit ist ausgeblieben. Ob man nun auf dem Mond landet oder nicht, ist eigentlich piepegal. Auf Platz 8 ein Zitat aus dem 17. Jahrhundert. Und sie bewegt sich doch. Ein italienischer Mathematiker unter Druck. Dafür, dass Galileo Galilei das Weltbild der katholischen Kirche erschütterte, soll er auf dem Scheiterhaufen landen. Der hatte nämlich behauptet, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Also dass die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist und die Erde sich um die Sonne dreht. Das hielt damals die Kirche für Gotteslästerung. Und da ist er sozusagen von Kali geführt worden. Und das ging dann auch um Leben oder Tod. Und da hat er eben auch gesagt dann, nö, okay, dann nehme ich das zurück. Und angeblich hat er dann so im Weggehen so, und sie bewegt sich doch, gesagt. Sie bewegt sich doch die Erde um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Recht hat er ja gehabt, der kleine Italiener. Doch Galilei war bereits 70 Jahre alt, krank und verängstigt. Der Widerruf des Widerrufes ist deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine Legende. Von seinem angeblichen Trotzausbruch finden sich erst ein Jahrhundert später schriftliche Aufzeichnungen. Manchmal ist die katholische Kirche eben doch sehr schnell, ich glaube in den 90er Jahren wurde dann, hat die katholische Kirche, also 1990er Jahre, hat die katholische Kirche dann doch zugegeben, dass sich die Erde um die Sonne dreht und Herrn Galileo Galilei rehabilitiert.
Weiter geht's mit deutsch-deutscher Geschichte. Platz 7, Wir sind das Volk. Bilder, die bis heute eine Gänsehaut verursachen. Hunderttausende DDR-Bürger gehen 1989 auf die Straße. Eine friedliche Revolution macht der Herrschaft der DDR-Diktatoren ein Ende. Die Ostdeutschen haben mit diesem Satz, wir sind das Volk und später wir sind ein Volk, eines der glücklichsten Kapitel in unserer deutschen Geschichte geschrieben. Diese Leute haben unseren allergrößten Respekt verdient und man sollte nie vergessen, wie es wirklich war und was sie auch auf sich genommen haben, um dort zu demonstrieren. Ist das Einzige, was zählt. Wir sind das Volk. Ich würde mir wünschen, dass sehr viel öfters die Kraft, die eine Bevölkerung hat, in einer lebendigen Demokratie benutzt wird, um auch mal die Politik, die glaubt, man könne von oben regieren, der etwas entgegenzusetzen. Dieser ganze Umschwung, dass der so friedlich über die Bühne gelaufen ist und die Wahrscheinlichkeit war so hoch, dass das hätte alles Mögliche werden können, vom Bürgerkrieg über Krieg über sonst irgendwas. Und dass es nicht so wurde, ist, glaube ich, ein großer Verdienst der Montagsdemonstration. Wir sind das Volk, das ist eine große historische Sache. Wo ist eigentlich diese bemerkenswerte Tapferkeit und Aufmüpfigkeit geblieben, der Hälfte unserer deutschen Bürger? Davon hätten wir im Westen wirklich lernen können, haben wir leider nicht. 2004, bei den Demonstrationen gegen Hartz IV, lebt das Zitat noch einmal auf. Wir sind das Volk, kein anderer Mensch. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk.